Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören uns heute den, kann man sagen, ersten richtigen Song von Tanzverbot an. Zahnlücken Johnny, haben wir auch eine Reaction gemacht vor 4 Jahren oder so, I guess. Das würde ich noch nicht als richtig betiteln und alles andere war jetzt ja auch noch nicht so das Wahre. Wir haben gesehen, er kann sehr gut flowen. Das hat man wirklich gesehen bei seinem Kill Him All The Way. Das hat sich irgendwie auf eine komische Art und Weise sehr gut angehört immer. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt hier Kilian heißt der Song. Ich habe den bestimmt zur Hälfte schon gehört, als Sido den geleakt hat bei JamFM. Ich weiß nicht, wie viel Sido davon gespielt hat. Ich glaube aber eine gute Minute. Auf jeden Fall, der Song geht 2,5 Minuten. Knapp, von daher denke ich mal, kenne ich auf jeden Fall das meiste schon. Das hat sich wirklich gut angehört. Man hat natürlich gemerkt, das hat er höchstwahrscheinlich nicht alleine geschrieben, sondern mit Sigi oder wem auch immer zusammen. Was ja aber für mich, wie schon oft erwähnt, gar kein Problem ist. Ich freue mich drauf zu hören, wie es sich jetzt richtig gut in guter Qualität anhört. Noch mit einem Musikvideo dazu. Ich bin sehr gespannt, weil gerade die Stimmfarbe hat sich echt nicht kacke angehört bei dem, was Sido gezeigt hatte. Und ich bin gespannt, wie es jetzt im ganzen Song ist. Blackstar. 1, 2, Mikrofon, check, versteht ihr mich, seht ihr mich, sagt mir, seid ihr für mich oder gegen mich, ist beides kein Problem für mich, du magst mich nicht, schön für dich, aber du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie mein Leben ist, du weißt nicht, wie es ist, wenn deine Wohnung wie ein Käfig ist, wenn der Einkauf im Supermarkt ein Erlebnis ist, wenn du dich... Das ist der Part, den wir, den ich zumindest auch schon gehört habe, den Sido gezeigt hatte schon. Ich freu's, wenn da mal irgendwer zum Reden ist, ekelig, das alles macht mich krank, wer hat das Gegengift? Ah, ich will doch einfach nur eine gute Zeit, tut mir leid, Mama, mittlerweile bin ich stubenrein, lupenrein, schuferfrei, ungereif in guter Wein, doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Boah, ey, das ist halt schon stark, muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon stark. Ein schuferfrei, ungereif in guter Wein, doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Das ist mein Leben, ich bin Kilian. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Boah, ich bin irgendwie auf eine komische Art und Weise stolz. Und es macht mich voll glücklich, ihn so zu sehen. Wisst ihr, das ist Tanzverbot. Und wenn man ihn schon länger verfolgt, ist es eigentlich crazy, dass er jetzt diesen Song so macht, der sich actually not bad anhört. Und höchstwahrscheinlich halt mit Sido zusammengeschrieben wurde, Junge. Wer kann das schon sagen, so wisst ihr? Also das ist schon krass. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Und finde ich auch dass geil. Ich den Schweinehund besiegen kann. Mama, vielen Dank für dieses Leben. Ich bin Kilian. Boah, irgendwie, ich weiß nicht so. Mama, vielen Dank für dieses Leben. Ich bin Kilian. Zeigt für mich auch so ein bisschen, dass er jetzt so angekommen ist, gefühlt. Dass er, weil... Keine Ahnung, er hatte ja oft Problems auch, war also ja oft unzufrieden mit sich selbst. Und der Song zeigt, hört sich so ein bisschen danach an, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren hier, aber hört sich so ein bisschen so an, von wegen, okay, ich bin ich und ich mache das Beste draus und ich versuche jetzt wirklich, den Schweinehund zu besiegen und rein da, so wisst ihr. Ich promote deinen Verein für eine bestimmte Summe, doch ich spreche nicht gern über Kohle, denn ich bin nicht Unge und ich bin nicht Knossi. Spielen ist mein Hobby, doch ich zock nie. Da schrei ich lieber Hurensohn am Kotti, dicker Wa. Okay, also der erste Part war so ein bisschen Real Talk über sein Leben gefühlt und jetzt der zweite Part ist einfach... random YouTuber erwähnen. Aber okay, bis jetzt immer noch nicht bad. Bin ich Knossi, spielen ist mein Hobby, doch ich zock nie. Da schrei ich lieber Hurensohn am Kotti, dicker, was für ein Glück, ich bin nicht Monte. Zum Glück bin ich nicht Sascha, nicht Rezo, nicht Revi, nicht Papa Platte. Ah, ich bin kein Hipster, mir ist Kaffee Latte, ernste Miene, weil ich bisher nicht so viel zu lachen hatte. Ah, ich will doch einfach nur eine gute Zeit, tut mir leid, dicker, mittlerweile bin ich stubenrein, lupenrein, schuferfrei, ungereif wie ein guter Wein. Das hört sich wirklich, also da die Reime sind schon nice, finde ich. Doch ich hab immer noch keinen Bock darauf, wie du zu sein. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich werde euch zeigen, dass ich fliegen kann. Dass ich den Schweinehund besiegen kann. Das ist mein Leben, ich bin Kilian. Die Leute glauben nicht an diesen Mann. Ich hätte mir gewünscht, dass der zweite Part war jetzt halt einfach nur YouTuber erwähnen, dass die vielleicht eine Reaction drauf machen, I guess oder so, ich weiß es nicht. Aber ich hätte mir den zweiten Part nochmal so vom Feeling vom ersten Part gewünscht. So sehr ernst, so sehr ehrlich irgendwie und ein bisschen persönlicher. Aber ist jetzt, ey, ich will gar nicht zu viel jetzt sagen, ist der erste Track so gefühlt irgendwie. Und der war bestimmt, das war auch immer nur noch so ein Fun-Projekt. Aber es hört sich halt actually gut an. Muss man sagen. Dass ich fliegen kann.
dass ich den Schweinehund besiegen kann. Mama, vielen Dank für dieses Leben, ich bin Kilian. Das war schon stark, man muss mal ganz ehrlich sagen. Und seine Stimme hört sich auch sehr angenehm an, finde ich. Beat ist auch geil. Simpler, Kopfnicker-Beat so. Stark, Junge, holy shit. Ey, ich hoffe, er bleibt dran. Ich hoffe, er macht weiter, ganz ehrlich. Ich hoffe, er macht weiter, Junge, weil das war actually not bad. Ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass der zweite Part auch ernsthaft wird, so wie der erste vielleicht so ein bisschen. Aber der erste Part war wirklich stark. Ganz, ganz ehrlich, der war wirklich, wirklich stark irgendwie. Hab ich sehr gefühlt, was soll ich sagen, Mann, ey. Ich bin gespannt, ob noch... Digga, was ist mit den Voice Cracks in letzter Zeit los? Holy shit. Ich bin gespannt, ob noch in nächster Zeit irgendwas weiteres kommt in diese Richtung von ihm. Würde ich sehr enjoyen, würde mich sehr freuen. So oder so, hoffe ich, er bleibt dran, ob er davon irgendwann nochmal was veröffentlichen wird oder nicht. War das irgendwie krass zu sehen, wo es angefangen hat mit Zahnlücken-Johnny und Kill Em All Away so und so. Und jetzt sind wir irgendwie hier angekommen, was ich actually, gerade der erste Part und die Hook, die waren wirklich stark, fand ich. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf weiteres. Und ansonsten, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns natürlich bei einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Kanal. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.